Hey, ich nochmal. Ich bin noch unter dem Baum und warte noch. Und mir ist gerade mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. So. Wenn man ein bisschen reibt. Siehst du den ganzen Dreck? Oh, Scheiße, ich glaube, ich muss mal wieder duschen. Oh, ich sehe auch völlig fertig aus. Aber es ist trotzdem wunderbar hier. Da steht mein wunderschönes Fahrrad. Natürlich vorne die Solaranlage, die meine Powerbank, vielleicht sieht das auf dem Lenkrad, auflädt. Man muss ja die Sonnenenergie nutzen. Und da die Schranke, die ist jetzt schon gefühlt, seit ich hier bin, die ist, seit ich hier bin, also ungefähr seit einer Dreiviertelstunde, ist die zu, obwohl schon ein Zug durchgefahren ist. Also entweder ist die kaputt oder, oh, ich sehe so fertig aus. Oh. Oder die geht gar nicht auf. Oder man muss da irgendwie an den Gegensprechautomaten, muss man. Alter, freue ich mich zu Hause auf eine Dusche. Oh. Alles Teig und Staub und Dreck. Oder man muss dann bei so einer Gegensprechanlage reinreden. Und muss sagen, jo, ich würde gerne durch. So eine Pause ist schon richtig geil. Ich weiß nicht, ob es jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um, meine Achselhaare, um zu sagen, was positiv und negativ ist auf der Tour. Ich will auch nicht irgendwie ein Korinthenkacker sein. Aber man muss ja trotzdem mal irgendwie ein bisschen Revue passieren lassen, was einem gefallen hat und was einem nicht gefallen hat. Obwohl mein Akku bei 27% ist vom Handy, würde ich das lieber gerne verschieben. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass ich das auf einen späteren Zeitpunkt verschiebe, vielleicht auf heute Abend oder halt ganz zum Schluss. Alter. Leute, aber das hat auch was Beruhigendes. Also für mich als ADHSler macht das Spaß. Oder ich mache das halt wirklich ganz zum Schluss. Natürlich werden mir dann erstmal die Sachen einfallen, die kürzer zurückliegen. Aber ich werde mir da mal Gedanken drüber machen. Vielleicht schreibe ich es auch erstmal auf, damit ich die Gedanken zusammenfassen kann. Weil ich bin ja mal relativ schnell abgelenkt, habt ihr ja auch schon mitbekommen. Oh, bestimmt auf der Stirn auch. Muss man mal die Finger anlecken. Ja, du kleines Dreckschwein. Siehst aus wie ein Schwein und dreckig bist du auch noch. Meine Güte. Ich denke mal, ich werde das verschieben auf zu Hause. Ich werde jetzt trotzdem noch warten. Also ein paar Wolken bilden sich gerade, aber es hält sich auch noch halt sehr in Grenzen, wenn man es mal sieht. Ich weiß nicht. Sieht man überhaupt was? So. Ja, ein paar sieht man, oder? Ich glaube schon, gell. Da ist eine in der Mitte. Wenn man so guckt. Jetzt muss ich erstmal gucken, hier mit dem Handy klarkommen. Ja, ein paar sieht man. Es wird auf jeden Fall. Ich werde einfach noch warten. Ich habe ja die Zeit. Ist ja egal. Die einzigste Herausforderung, die noch vor mir steht, ist halt das Kyffhäuser-Denkmal. Die paar Höhenmeter. Aber ich habe bis Samstag Uhr 20. Bis Samstag Uhr. Alter, bis Samstag 20 Uhr Zeit. Und die werde ich auch nutzen. Jeder Moment draußen ist halt. Achtung, Phrase. Phrasenschwein, 5 Euro ins Phrasenschwein. Jeder Moment, den ich draußen bin, den bin ich halt nicht drin. Mann, ich liebe es einfach nur draußen zu sein. Das ist einfach nur geil. Der Wind, oh. Das ist schön. Das ist einfach nur geil. Und da hinten kommt ein Auto übers Feld gefahren. Na, klasse. Da werde ich bestimmt auch noch ein bisschen staubig. Man sieht es vielleicht auch. Ich hoffe, ich zeige so ungefähr in die richtige Richtung. Der wird sich jetzt auch denken, ganz schön staubig, glaube ich. Oder
oder? Ganz schön windig, finde ich. Ich habe übrigens auch meine Schuhe ausgezogen. Oh, es ist einfach nur geil, so halbnackt hier zu sitzen. Oder fast ganz nackt, ich habe ja noch die Radhose an. Oh, der biegt ab. Und den Körper runter zu kühlen. Bis später. Ich sehe halt wirklich aus, als wenn ich irgendwie gerade einen Dübel geraucht habe. Betrunken bin. Vielleicht bin ich ja auch betrunken. Vielleicht habe ich mir auch gerade eine halbe Flasche Korn reingezwirbelt. Übrigens. Vielleicht ist es nur in meinem Kopf lustig, aber der beste Name für eine Frau ist Iona. Warum? Iona kannst du im nüchternen Zustand aussprechen und im betrunkenen. Also wenn du deiner Frau, die möglicherweise Iona heißt, sagen möchtest, Iona, ich liebe dich und du bist betrunken, dann klingt das ungefähr so, Iona, ich liebe dich. Und das ist eigentlich so der perfekte Name, finde ich. Vielleicht gibt es noch so ähnliche. Aber alle anderen sind Sandra, ich liebe dich. Nee, das passt nicht so. Naja. Das Wort zum Tag. Ich habe einfach nur Gehirnfasching, Gehirngulasch. Es ist hammerhart. Ich glaube, wenn ich mir das angucke und zusammenschneide und auf YouTube hochlade, denke ich mir, Alter, was kannst du doch nicht machen? Das kannst du doch nicht auf die Welt loslassen. So viel Dünnschiss. Ich frage mich, ob andere Menschen auch so viel Blödsinn im Kopf haben. So viel unnützes Gedankengut. naja, mal gucken. Bis dann. Oder so.